Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout New Vegas. Wir gehen jetzt gerade Richtung Nils Hütte. Aha, jetzt haben wir sie gefunden. Natürlich, hier ist sie. Logisch. Ich glaube, ich mache eine Schnellreise zu Nils Hütte. Aha. Ich schlaf mal. Schlafen wir mal bis morgen früh. Ach, sind eh nur noch 4 Stunden. 3 Stunden hätten auch gereicht. So. Ein paar Granaten. Ein Rodeo. Naja, Nils Hütte ist mal langweilig. Oh, hier, so in der Nähe der Stadt wird's lichte. Also die Locations, die ich abgeklappert habe, zumindest. Hey, aber wenn ich mich hier unten so umsehe... Oh, hier haben wir noch ein ganz schön großes Nest an unentdeckten Locations. Aber hier wird schon gut alles abgearbeitet. Ich bin stolz auf uns. Echt nicht schlecht. Aber jetzt machen wir noch ein bisschen weiter. Ich will noch ein bisschen mehr abklappern. Und deswegen gehen wir jetzt zum RNK Ranger Unterschlupf. Okay. Dann machen wir das. Was ist denn das da oben? Ist das ein Kaktus? Der brennt. Auf jeden Fall brennt da was. Da marschiert auch wer. Die marschieren sehr komisch. Sind das Supermutanten? Wetzmodus geht nicht so weit. Könnte schon sein. Ich komme jetzt wahrscheinlich nicht mehr hin, um es rauszufinden. Nicht schnell genug. Und wenn ja, sind es feindliche Supermutanten? Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Oh, Nachtvolk. Warum denn? Wichter wurden besiegt. Naja, die sind halt einfach leider wahnsinnig. Die Nachtvolke. Leute. Die Experimente des Meisters haben die halt einfach in den Wahnsinn getrieben. Vor allem die ständige Benutzung von Stealth-Boy-Technologie. Da wird man halt einfach verrückt anscheinend. Wow, Steinschlag. Wow. Begleiterentdeckung. Ha. Verrückt. Oh mein Gott, Begleiter. Noch ein bisschen mehr Entdeckung. Ich trau dem nicht. Ich weiß nicht, wie das Spiel Schaden durch den Stein hier berechnet. Okay, irgendjemand wollte wirklich nicht, dass da jemand hochgeht. Also gehen wir hoch. Aha, hier war der Stein. Aber den muss doch irgendeiner in Bewegung gesetzt haben, oder? Hm. Aber da oben ist einfach nur... Vielleicht nur eine Abkürzung zum Black Mountain hoch. Zur Radiostation. Donner. Woher eigentlich? Woher kommt dieses Donnergeräusch? Explosionen. Die Rumpser sind wahrscheinlich wieder am Rumrumpsen. So, jetzt müsste ich ganz in der Nähe von diesem angeblichen RNK-Unterschlupf sein. Au. Hallo? Waren wir hier nicht schon mal? Wir waren zumindest schon mal irgendwo, wo es genauso aussah. Und verdammt nochmal, hier ist ganz schön viel cooles Zeug. Yeah. Oh yeah, die RNK Ranger Uniform, eine Powerrüstung der RNK. Das ist schön. Ich bin zwar gerade überladen, ne, aber das... Kannst du mir mal ein bisschen was abnehmen? Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Nein, kein Kleid. Du hast schon ein Kleid. Hör auf, nach einem Kleid zu fragen.
Moment mal, wo ist denn das Zeug, das ich gerade aufgehoben habe? War das gar keine echte Kleidung? Doch, ist zwar alles gut gebraucht und ziemlich kaputt. Es ist schon krass, oder? Die RNK Ranger Kampfrüstung ist vergleichbar mit einer Powerrüstung. Das ist schon cool. Ist vergleichbar mit einer Powerrüstung. Ziemlich cool. Und wenn der Anzug nicht plus 1 Wahrnehmung und plus 1 Bewegung bringen würde, was schon echt gut ist, dann würden wir das vielleicht auch anziehen. Auf Wiedersehen. Okay, hören Sie zu. Die Bruderschaft ist nicht immer so richtig nett. Aber ich werde Sie ganz sicher nicht gegen Sie kämpfen lassen. Das ist Ihre letzte Chance. Okay. Wir sehen uns. Weil ich wie ein RNK-Mitglied angezogen bin. Aber die haben doch schon Frieden geschlossen. Du bist überhaupt nicht mehr up-to-date, Mädchen. Naja. Ist okay. Trotzdem kann ich ihr das Zeug nicht geben. Jetzt dürfen Sie nicht das schwere Zeug tragen, oder? Ah, jetzt ist es auf einmal hier. Das ist komisch, oder? Aber sie wird es wahrscheinlich wegwerfen, weil sie kein RNK-Zeugs tragen will, stimmt's? Und Edi wahrscheinlich genau... Obwohl, zu welcher Fraktion gehört denn Edi? Vielleicht ist er neutral genug, dass er zumindest RNK-Zeug trägt. Nein, keiner will RNK-Zeug tragen. Verdammt. Ich würde das aber echt gern mitnehmen. Was habe ich denn noch? Ich meine, die Powerrüstung ist halt so schwer. Ah, jetzt sind hier auch die Waffen. Die waren vorher alle nicht hier drin. Echt komisch. Echt komisch. War mein Inventar noch nicht aktualisiert oder so? Ah, eine Sache weiß ich noch, die wir machen könnten. Wir haben bestimmt schon wieder zumindest eine Handvoll... Sassaparilla, die wir trinken könnten. Nicht so viel, wie ich gehofft habe. Bei weitem nicht. Aber immerhin. So, und ich habe bestimmt wieder versehentlich ganz viel sonstiges Zeugs aufgehoben, das wir wegschmeißen können. Schon witzig, ich habe mir in der letzten Folge noch gedacht. Ich habe es nicht gesagt, aber ich habe mir gedacht, verdammt, wir können so viel plündern, das ist voll geil. Tja. Und jetzt sind wir super schwer. Hammer, Hefe. Aber nur weil das ist halt echt eigentlich ein voll guter Wert. 20 Wert für ein Gewicht, das ist nicht schlecht. Aber gibt auch wesentlich Besseres, muss man sagen. Zum Beispiel 5 Gewicht für ein Wert. Der böse Zwerg wiegt 5. Oh, schade. Den würde ich fast gern behalten. Ich habe 25 mal 100 RNK-Dollar, die 1000 Kronquark wert sind. Cool. Na gut, dann hilft's wohl nix. Oh, schade, ich kann den nicht reparieren. Ich würde es schon gern mitnehmen, weil man kriegt jetzt die Ranger-Kampfrüstung auch nicht unbedingt überall nachgeworfen. Und wie gesagt, wenn die voll repariert ist, ist die, glaube ich, richtig gut. Richtig, 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 richtig gut. Damn. Ups. Wir schleichen gerade. Naja, ich muss einfach noch mehr Gewicht loswerden. Jetzt komm. Jetzt stelle ich nicht an. Haben Sie was Feines für mich? Ich gebe mal noch die Waffen, für die ich sowieso keine Munition habe. Wir haben genug Stimpaks. Cool. Und ich glaube, wir haben hier noch ein paar Sachen, die ich abwerfen kann. Wie Absinth und Ameisenfleisch. Ich habe hier bestimmt irgendeinen Posten. Ich gehe mal kurz durch. Da steht jetzt bestimmt gleich irgendwo 80. Oder 8 Gecko-Steaks. 8 Gecko-Steaks. Sind die schon gebraten? Ich esse die einfach alle. So. Und 4 Hundesteaks. Und 5 mal Menschenfleisch.
Ach, wir sind eh schon nicht mehr überladen. Cool, dann können wir uns weiter umschauen. Oh nein, nicht noch mehr Zeugs. Leer, leer. Medex-Vorräte ausreichend. Cool, danke. Die sind alle leer. Und hier ist der Generator. Oder so. Na cool, dann haben wir jetzt hier zumindest ein paar echt interessante Rüstungen geborgen, die man sonst nicht so leicht kriegt. Außer natürlich, man legt sich mit der RNK an und bringt die um. Aber ansonsten kriegt man die eher schwer. Schön, dass wir hier gewesen sind. Und jetzt gehen wir zur Bahnstation. Oder, ach ja, da wollte ich auch noch hin. Ach komm, gehen wir schnell hin. Gehen wir schnell zum Umspannungswerk. Das Hundesteak hat nachgelassen. Okay. Was auch immer das genau bedeutet. Was hat's denn gemacht? Hat's uns über Zeit geheilt wahrscheinlich. Dong! Das Umspannungswerk ist bestimmt super langweilig. Wahrscheinlich ist da gar nichts außer ein paar so Strommasten, ein paar komische Knubbeldinger. Genau die meine ich. Und ansonsten war es das wahrscheinlich. Ist das eine RNK-Patrouille? Sieht so aus. Ah, hier ist überhaupt die RNK in dem Umspannungswerk. Gehört das irgendwie noch mit zu Helios One vielleicht? Funktionstechnisch zumindest. Bleiben Sie weg vom Kontrollraum und der Absperrung, sonst gibt es Ärger, klar? Ich hoffe es. Wobei ich nicht weiß, was du mit Absperrung meinst. Oh, oh. Magst du mich? Ja, ich meine, du bist schon eine der besten Rüstungen, die ich habe. Hallo. Hallo. Okay, ich darf hier nirgends rein. Vielleicht wäre das irgendeine Quest, wenn man gegen die RNK arbeitet, dass man hier Sachen manipuliert oder so. Für uns ist es, wie ich schon befürchtet habe, gerade einfach nur langweilig. Also gehen wir zur Bahnstation Junction 15. Warum höre ich die ganze Zeit Gewittergeräusche? Hier ist nirgends ein Gewitter. Es ist keine Wolke am Himmel. Na gut, es sind ein paar Wolken am Himmel. Aber es ist kein Gewitter. Es ist kein fucking Gewitter. Gibt's sowas wie trockene Gewitter in der Wüste? Ich habe keine Ahnung. Es könnte sein. Es klingt cool. Todeskralle. Jetzt wird gekämpft. Und ich habe so eine Spritzpistole. Na super. Na, meine Begleiter regeln das schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viele. Oh mein Gott, Hilfe. Oh nein. Victoria ist bewusstlos, stand da gerade, nicht tot. Okay. Was habe ich verpasst? That never happened before. Das ist ja cool. Ah, wisst ihr was? Ich habe den Überlebensmodus noch gar nicht wieder angeschaltet, seit wir wieder hier sind. Kann das sein, dass Begleiter, wenn man den Überlebensmodus nicht anhat, nicht sterben können? Weil das finde ich so angenehm. Oh Gott, ist das toll.
Weil ich mache mir eigentlich um uns überhaupt keine Sorgen. Wir sterben so gut wie nie. Und wenn man doch mal stirbt, naja, dann lebt man halt neu. Ist ja nicht so schlimm, aber die Begleiter sterben ständig, ständig. Veronica wäre jetzt gerade zum Beispiel eigentlich gestorben, wahrscheinlich im Überlebensmodus. Aber wenn die nicht mehr sterben können, sondern nur bewusstlos werden, finde ich das ganz ehrlich so super, dass ich den fast nicht mehr anmachen will. Aber irgendwie will ich ihn auch schon anmachen. Eine Zwickmühle. Ha. Langweilig. Und der Zug kommt auch nicht. Wie immer zu spät. Oh oh, ich steck fest. Ich steck wirklich fest, ohne Witz. Ich kann mich nicht bewegen, kann nicht springen. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich schnell reisen kann. Im Fall. Oh, weil ich falle. Ich fall gerade. Third Person? Manchmal hilft das. Nein. Wir stecken fest. Schön. Ja, lauf. Ja, wo laufen Sie denn? Hilfe! Veronica! Kannst du mich mit Pushy rausschubsen vielleicht hier? Rauspushen? Komisch, ich kann hier, obwohl ich falle, mit dem Ding interagieren. Ich kann mich aber nicht teleportieren. Hey! Veronica, Hilfe! Dieser Chip, den Sie da haben, den würde ich nicht beim Blackjack setzen. Außer wenn der Geber eine 5 oder 6 offen hat. Wir sehen uns. Na, ich hätte gehofft, dass mich das vielleicht ein bisschen wegbewegt irgendwie. Ja, wir stecken fest. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich versuche jetzt noch ein bisschen hier raus zu glitschen. Und ansonsten muss ich neu laden. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann, wo auch immer. Guckt, nicht nur der Tod ist gefährlich hier im Ödland. Auch das Steckenbleiben ist gefährlich. Naja, macht's gut. Ciao.